Dom ist zu Beginn des Films auf der Flucht. Natürlich hat er sich einen Ort ohne Auslieferungsabkommen ausgesucht. Doch man hat das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht. Right. Das bekommt man für 100 Millionen, ne? Es war nicht schwer, dich zu finden, Toretto. Hab mich nicht versteckt. Dom bekommt eine Information, die sein Leben verändert. Ich brauche deine Hilfe, Dom. Dom ist nicht nur der letzte Ausweg, sondern auch der beste. Letzten Dienstag hat ein Team von erstklassig koordinierten Fahrern einen Militärkonvoi in Russland ausgeschaltet. Aber du wirst mir helfen, diese Typen zur Strecke zu bringen. Und wieso sollte ich das tun, Hobbs? Das hier war letzte Woche. Er will dich durcheinander bringen. Letty ist tot, Dom. Ich muss es ganz sicher wissen. Dann komme ich mit dir. Sie leben versteckt und fliehen vor dem Gesetz. Es ist ihre Chance, wieder richtig mitzumischen. Wölfe fängt man mit Wölfen. Ich dachte, das war unser letzter Job, Brian. Arbeiten wir jetzt für den Hulk? Alles hat sich verändert. Die Zielperson ist Owen Shawn, ehemaliger Major beim SAS. Ich biete Ihnen die Chance, Ihre Familie wieder zu vereinen. Wir kriegen Letty und liefern ihm Shawn. Dafür erlassen Sie uns alle unsere Strafen. Das ist der Deal. Sag ja oder verschwinde. Hobbs hat keine andere Wahl. Erst recht nicht, wenn er das Gesetz brechen will. Fahr oder stirb. Sie sind die Einzigen, die sich diesen Typen schnappen können. Aber Owen Shaw wurde noch niemals geschnappt, nicht mal ansatzweise. Hier ist nicht Brasilien. Wir haben es nicht mit Cops zu tun. Oder Drogendealern. Mit ihm bekommt das Team definitiv einen würdigen Gegner. Wir reden hier von einem Autokrieg. So was machen wir nicht. Es wird zu einem Katz-und-Maus-Spiel zwischen unseren Jungs und Shaws Gang. Glaubst du an Geister? Sie hat keine Ahnung, wer er ist. Letty leidet unter Amnesie. Shaw nutzt das für seine Psychospielchen aus, weil sie jetzt in seinem Team ist. Vielleicht gibt es die Letty, die wir kannten, nicht mehr. Du wendest dich nicht von deiner Familie ab. Auch nicht, wenn sie es tut. Doms größte Schwäche ist seine Loyalität. Dagegen schere ich mich einen Teufel um niemanden. Dieser Kodex, nach dem du lebst, er macht dich berechenbar. Und das bedeutet, ich kann dich zerquetschen, wann immer ich will. Shaw nutzt jede Schwäche sofort aus. Vor allem, wenn es um die Familie eines anderen geht. Ich mache es dir einfach. Wenn ich abtrete, weiß ich wenigstens wofür. Fast and Furious 6 ab 23. Mai im Kino.